So, hallo zusammen. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von uns. Und heute geht es um Magazine und Magazintaschen. Ihr seht hier eine weite Auswahl an verschiedenen Magazinen in verschiedensten Kalibern. Also im Real Steel hätten sie verschiedene Kaliber. Im Airsoft sind sie natürlich alle 6 mm. Wir haben da zum Beispiel G36 in 5,56. Wir haben ein M4 Polymer Magazin in ebenfalls 5,56. Ein normales Blech 5,56 Magazin, auch für M4. Wir haben eins für Steyr-Aug. Dann haben wir hier drüben für 7,62 Russisch ein Magazin für AKs zum Beispiel, AKM. Und hier haben wir ein 9 mm Magazin für MP5. Auf der anderen Seite haben wir hier zwei doppelreiche 9 mm Magazine. Wir haben einen Speedloader, wir haben ein SVD Magazin für 7,62 russisch lang. Wir haben ein 27 Blödsinn. Ein 7,62 Magazin für HK417 und ähnliche. Wir haben ein klassisches G3 Magazin. Wir haben ein M14 Magazin, das von der Größe auch identisch ist mit dem FN Fahl oder dem FNSK. Damit haben wir ja eine ziemlich große und breite Bandbreite an Airsoft-Magazinen da liegen. Und jetzt wäre natürlich mal unsere Frage: Lasst euch das Ganze mal kurz durch den Kopf gehen. Was würdet ihr sagen, angenommen, ihr hättet von jedem dieser Typus Waffen hier ein Exemplar zu Hause, wie viele Magazintaschen braucht ihr? So, war eure Antwort größer als 2, dann lagt ihr eigentlich falsch. Naja, eigentlich lagt ihr wirklich falsch, aber ihr konntet es auch nicht wissen, weil das ist eine Neuheit von uns. Was ihr jetzt hier seht, sind zwei unserer neuen Magazintaschen. Und zwar hier die Magazintasche Battle Rifle und hier die Magazintasche Assault Rifle. Jeweils immer in zwei Konfigurationen, nämlich offen und geschlossen. Und jetzt lege ich da noch ein Zubehörteil dazu. Ihr seht hier die einzelnen Deckel. Und wenn man die jetzt mal auseinanderlegt, seht ihr, die haben unterschiedliche Längen. Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, naja, ist ja ganz klar, kurze Deckel, kurze Magazintasche, lange Deckel, lange Magazintasche. Das ist aber nicht richtig. Da das möglichst universelle Magazintaschen sein sollen, liegt jeder Tasche jeweils einer dieser Deckel bei. Das heißt, ihr habt immer die Auswahl, nutzt ihr die Magazintasche mit dem kurzen Deckel oder mit dem langen Deckel. Als Beispiel, wir gehen dann auch noch tiefer drauf ein, aber um das Ganze einfach mal kurz zu zeigen: Für dieses relativ kurze M4-Magazin bietet sich bei der langen Magazintasche der kurze Deckel an. Für das AK-Magazin muss der lange Deckel eingesetzt werden. Und wir möchten da jetzt, ich sage jetzt mal, kein Barbie-Puppensystem draus machen, wo ihr jedes Zubehörteil einzeln kaufen müsst, sondern für uns war es eben, wie auch bei den anderen Taschen, wichtig, ihr packt die Teile aus, so wie es auch bei den Plattenträgern ist, und ihr benutzt die Teile. Und deswegen bekommt ihr da eben das entsprechende Zubehör dazu. Was ihr jetzt vielleicht schon gesehen habt, sowohl hier bei der offenen Magazintasche als auch hier, ja, hier sieht man es nicht so gut. Es sind im Lieferumfang auch zwei Gummibänder dabei. Warum? Das sage ich euch. Das ist relativ einfach. Da kommt nämlich dieses Zubehörteil zum Tragen. Das ist eine herausnehmbare Trennwand, die die Tasche in diesem Bereich abtrennt. Damit habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, die kurze Magazintasche nicht nur für Gewehrmagazine, sondern auch für zwei reiche Pistolenmagazine, für Speedloader oder für Taglights, Multitools, kleine Nebeltöpfe bzw. Nebelwurfkörper oder andere Ausrüstung zu nutzen. Und genauso könnt ihr auch bei der langen Magazintasche hier die Abtrennung einbauen. Und dann könnt ihr zwei MP5 Magazine logischerweise in die Magazintasche packen und habt eine Trennwand, wenn ihr das Magazin zieht.
Und da eben jeweils zwei Haltebände dabei sind, könnt ihr auch jedes einzelne Magazin einzeln sichern. Und somit ist es eben nicht so, dass ihr zwar zwei Magazine reinstecken könnt in die Tasche, also quasi in die Tasche packen könnt, aber sobald ihr eins gezogen habt, wobbelt das andere hinterher oder ihr verliert es vielleicht. Sondern es ist jedes Magazin einzeln gesichert. Ihr könnt das Ganze dann eben auch variieren. Ihr könnt zum Beispiel hergehen und bei dieser Tasche die Trennwand rauslassen. Da passen dann 3 bis 4 Pistolenmagazine rein. Dann könnt ihr sie mit einem kurzen Deckel benutzen und habt dann eben zum Beispiel eine Transporttasche für 3 bis 4 Pistolenmagazine oder Speedloader. Das ist dann eben euch überlassen. Ich würde euch jetzt die Optionen und die Konfigurationen mal im Detail vorstellen und dafür bauen wir ein bisschen um. So, jetzt haben wir hier mal ein bisschen mehr Platz gemacht und die einzelnen Flaps weggeräumt. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und da würde ich euch jetzt ganz gerne mal eine Beispielkonfiguration zeigen, nämlich mit den Pistolenmagazinen. Und zwar haben wir jetzt hier die Magazintasche und innen drin sieht man den Divider. Jetzt nehme ich mir mal die zwei Magazine und leider off camera, aber keine Angst, hier wird nicht getrickst. Jetzt haben wir hier die Pistolenkonfiguration. Ihr seht, beide Magazine sind fixiert, beide Magazine sind vor Verlust gesichert und beide Magazine sitzen fest in der Tasche. Und es ist jetzt auch egal, wenn ich ein Magazin rausnehme, das zweite ist immer noch fest drin, das wobbelt nicht durch die Gegend. Und ja, das kann ich ganz normal benutzen, eben in der Konfiguration als Pistolenmagazintasche. Jetzt ist es natürlich nicht gesagt, dass ich das nur als Pistolenmagazintasche nehme. Deswegen werde ich die Tasche jetzt mal ganz kurz umbauen. Pistolenmagazine kommen wieder an ihren Platz. Wie man hier hinten sieht, sind die Elastikbänder verknotet. Das heißt, man kann die jederzeit entfernen. Wenn man eins von den Elastikbändern entfernt, dann hat man nur noch eines. Das ist jetzt eine bahnbrechende Erkenntnis. Nein, ist es natürlich nicht. So, jetzt haben wir hier ein ganz klassisches Magazintäschchen, immer noch mit der Unterteilung. Und die nehmen wir jetzt einfach raus. Und dann habe ich einfach. Und das Fach passt jetzt eben zum Beispiel ein SVD-Magazin, aber auch das SMR-17-Magazin. Das heißt, Größe ist hier nicht wirklich das Problem. Die Seiten sind elastisch, den Anpressdruck könnt ihr hier einstellen, das ist bei beiden Magazintaschen gleich. Und somit habt ihr eben wirklich die Möglichkeit, jedes Magazin da drin unterzubringen. Jetzt ist es natürlich auch so, also beziehungsweise andersrum, natürlich gleiches Prinzip auch hier bei der 556 Tasche. Man kann dann die Trennwand rausnehmen. Man kann auch hier quasi die Doppelbänder entfernen. Aber solange die Konfiguration eben auf diese Art ist, Moment, bauen wir auch mal kurz um. Dann können wir natürlich hergehen. Und das Ganze für die MP5 nutzen. Oder für die MP7
oder für eine Burger und Hummet, wie man eben möchte. Und dann haben wir hier diese Konfiguration. Das ist eben auch total simpel und kann jederzeit und schnell eingestellt werden. Was wir jetzt natürlich noch haben, das sind die Deckel, die Taschen mit den Deckel. Und wie die funktionieren, das zeige ich euch gleich. Das sind jetzt nur noch die Konfigurationen mit dem geschlossenen Deckel. Wie gesagt, mit jeder Tasche kommen eben entsprechend zwei Deckel. Und standardmäßig vormontiert habe ich jetzt eben den langen Deckel und den kurzen Deckel. Und wie das ganze System funktioniert, zeige ich euch an ein paar Beispielen. Fangen wir mal ganz klassisch an. G3 Magazin. Zack. Jetzt möchten wir umrüsten auf SMR 17. Wir stellen fest, na, das tut nicht so wirklich. Das ist relativ simpel. Wir öffnen hinten die Molle-Schlaufen, holen den Deckel ab und montieren den hier. Und damit er richtig rummontiert ist, gibt es einen einfachen Trick. Packt ihn einfach mal grob mit dem Deckel dahin, wo er hin soll. Ja, ein bisschen länger. So. Und danach könnt ihr schon nichts mehr falsch machen. Dann kommt er auch wieder hier drüben. Ich gehe mal auf den Tisch, dann geht es schneller. So. Und danach kommt. Na komm. Das ist der Vorführeffekt, er will gerade nicht. Genau. So. Und danach ziehen wir den Deckel hier. Beziehungsweise natürlich bei der Realverwendung schlaufen wir das Ganze wieder an unsere Molleweste, an unseren Plattenträger oder Testrack. So. Und jetzt sehen wir, jetzt geht die Magazintasche genau so zu, wie sie sein sollte. Da gibt es jetzt auch noch einen kleinen Trick. Und zwar sind die Klettpads, die ihr hier seht, nicht fix, sondern das sind auch einfach Molle-Attachments. Wenn ihr die Tasche bekommt, dann sind diese Attachments nur lose angebracht, damit man sieht, wo sie hinkommen. Die beste Art, sie zu befestigen, ist hier unten anzufangen und die Klettflächen hier oben zu schließen. Das ist die sicherste, stabilste und auch dauerhaft fixeste Befestigung. Und wenn ihr euch dann eben dafür entscheidet, ihr wollt doch wieder das G3 oder ihr wollt das Ganze fürs SVD oder fürs M14, dann entfernt ihr den langen Deckel wieder und packt den kurzen ran und dann könnt ihr die Magazintasche so weiterverwenden. Ihr könnt euch natürlich auch entscheiden, zusätzlich noch die Gummibänder mit reinzupacken. Das ist komplett euch überlassen. Und bei der Rifle Pouch ist es ähnlich. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hergeht und sagt, naja, ich spiele mit M4. Klassische Polymermagazine. Passt. Ihr könnt aber natürlich auch hergehen und sagen, ihr nehmt das M4 Blechmagazin. Das geht ziemlich weit rein. Das heißt, der Deckel geht relativ weit runter. Seht ihr hier. Und da habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt den Molle-Patch um eins nach unten versetzen. Dann funktioniert der Deckel so wieder. Oder ihr lasst den Molle-Patch da, wo er ist. Und ihr baut den kurzen ein. Machen wir jetzt noch mal kurz, allerdings in der simpleren Variante. Auch hier wieder, einfacher Trick. Anklicken. Dann kann man es automatisch nicht verkehrt herum machen. Geht gar nicht mehr. Ich
mache es jetzt einfach so runter, einfach nur der Zeit halber. So, und jetzt sehen wir, jetzt ist das schon eine ganz andere Sache. Jetzt passt das Ganze wieder. Und das Ganze könnt ihr eben komplett durchmodifizieren. Machen wir den hier mal wieder ab. Machen wir den langen wieder drauf. Zack. Einmal. Zweimal. Und holen wir uns mal den größten Räuber im Raum, das AK-Magazin. Das geht jetzt knapp zu, was ihr aber bei richtig großen Magazinen, zum Beispiel RBK, auch machen könnt. Ihr macht das hier los und setzt das eins höher. Dann sitzt der Klettverschluss quasi auf dieser Höhe. Dadurch, dass das hier eben komplett modular ist, ist das alles euch selbst überlassen. So, hier haben wir die Hauptprotagonisten des Videos nochmal in ihren Standardkonfigurationen. Wir kommen hier jetzt auch zum Abschluss des Videos. Hier seht ihr die Magazintaschen eben mit den Standardmagazinen, mit denen sie wahrscheinlich meistens bestückt werden. Das ist natürlich nicht das Limit. Ihr könnt die Magazintaschen mit nahezu jedem Gewehrmagazin, beziehungsweise ich habe kein Gewehrmagazin gefunden, das nicht passt. UMP 45 in der Rifle Pouch geht, aber ist ein bisschen shaky. Da funktioniert auch der Deckel nicht. Und ein Exot, der leider Gottes außen vor bleibt, ist die FNP 90. Die Bauform dieser Magazine, die Größe dieser Magazine ist einfach nicht für das Konzept einer Universaltasche geeignet. Deswegen müssen wir leider sagen, eine Einschränkung gibt es eben. P90 funktioniert nicht. Alle anderen Magazine könnt ihr damit abdecken. Und ihr habt jetzt eben wirklich die Wahl zu sagen, okay, für 5,56 Magazine oder 7,62 russisch kurz, da habe ich eben die Rifle Pouch. Für die breiteren, dickeren Magazine habe ich die Battle Rifle Pouch. Und wenn ihr euch damit euren Tagessatz bestückt, dann ist es egal, welche Waffe ihr aus eurem Sortiment mitnehmt. Ihr habt die dafür passende Tasche. Ihr könnt auch schnell mal umplanen. Ihr habt auch kein Problem, wenn ihr euch eine neue Waffe anschafft. Denn ihr wisst, eine von den beiden Magazintaschen wird auf jeden Fall passen. Natürlich ist es auch bei diesen Taschen so, wir verwenden nur Nylon. Wir verwenden nur hochwertigen Klett, hochwertige Clips und es sind eben alle Nähte, die unter Belastung stehen, als Riegelnähte ausgeführt. Das heißt, da wird auch nichts reißen. Die Sachen sind belastbar. Ihr werdet lange Spaß an dem Magazin haben. Wir haben wirklich viel Zeit in die Magazine gesteckt. Ihr werdet das merken, wenn ihr sie benutzt. Und ich bin mir sicher, ihr werdet von den Magazinen, von dem Konzept genauso begeistert sein wie wir. Was uns freuen würde, wenn ihr uns ein bisschen Feedback schickt, wenn ihr die Magazintaschen benutzt. Einfach, was uns interessiert, ist eben auch, wie konfiguriert ihr die für euch? Was nutzt ihr? Nutzt ihr die Open-Type-Konfiguration? Nutzt ihr die geschlossene Konfiguration? Kombiniert ihr das Ganze vielleicht? Oder habt ihr vielleicht auch einen Nutzen entdeckt, den wir so für uns noch gar nicht auf dem Schirm hatten? Würde uns freuen, von euch zu hören. Ansonsten freut es mich, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt gesund, bleibt sicher und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!